Wie heißt es immer so schön? Das Beste kommt zum Schluss. Und das trifft auch Jahr für Jahr hier auf meine Retrospektive zu. Denn nachdem wir uns in den letzten Tagen mit den besten Filmen, den besten Veröffentlichungen, schönsten Steelbooks und Mediabooks und sogar schon den coolsten Sammlereien beschäftigt haben, ist, finde ich, die absolute Königsklasse, der gekrönte goldene Zocki, immer noch ausständig. Denn während viele Labels absolut großartige Arbeit leisten und Monat um Monat fantastische Veröffentlichungen für uns Filmfans bereithalten, gibt es dann trotzdem immer wieder den einen, der durch eine konsequent hohe Veröffentlichungsqualität einfach punktet und der uns immer wieder die Freudentränen in die Augen reibt. Sei es einerseits mit den neuesten Vorankündigungen, andererseits mit den erfolgten Veröffentlichungen. Bei manchen Labels weiß man einfach, wenn die etwas angreifen, dann wird da Gold draus. Und da gab es im Jahr 2021 natürlich einige, die sich da absolut fantastisch um unsere Sammelleidenschaft gekümmert haben, aber 10 möchte ich davon ganz besonders hervorheben. Und damit präsentiere ich heute im großen Finale meines 2021 Jahresrückblicks den gekrönten goldenen Zocki für das Label des Jahres. Und das wird eine lange Liste, zumindest mit lange angehängten Zusammenfassungen von dem, was die produktivsten der Labels gemacht haben, aber wie gesagt, die Videos muss man sich nicht zur Gänze anschauen. Das sind nur recycelte Sammelsurium-Clips und Blu-ray-DVD-Checks für diejenigen, die sich vielleicht da noch ein bisschen mehr direkt in diese Materie hineinversetzen wollen und ein bisschen durchblättern wollen, was es da konkret für Veröffentlichungen gegeben hat. Teilweise habe ich auch noch Veröffentlichungen aus dem Vorjahr zu Rate gezogen, wenn ich sie halt erst dieses Jahr bekommen habe. Aber auch hier, das ist keine Nicht-Wertschätzung von den Kollegen, die nicht auf der Liste stehen bei manchen, ist vielleicht einfach tatsächlich die Tatsache, wie das Midori-Impuls zum Beispiel im Jahr 2021 keine Veröffentlichung gebracht hat, ist trotzdem ein Label, das ich groß schätze und wo ich weiß, dass die nächsten VÖs bereits auf dem Weg sind, aber halt noch nicht rechtzeitig bei mir eingelangt sind. Auch Camera Obscura leistet großartige Arbeit, hat aber trotzdem irgendwie im vergangenen Jahr zu keiner Sammlungsaufnahme bei mir gereicht. Aber ganz besonders hervorheben möchte ich eben die 10 Kandidaten in der nächsten Liste. Und falls ihr dann mit der Liste fertig seid, freue ich mich an der Stelle schon wirklich tierisch drauf, eure Kommentare unter diesen Videos zu lesen, wer eurer Meinung nach einerseits eben den goldenen, gekrönten Zocki verdienen würde oder wo ihr euch denkt, seid ihr der? Na, sicher nicht. Aber wir können auf jeden Fall bereits jetzt Vorfreude haben, was diese Labels im Jahr 2022 für bzw. mit uns vorhaben. Da kommen sicher einige große Sachen, aber natürlich heißt das noch lange nicht, dass seine Position auf der Liste gesichert ist. In dem Sinne, die Playlist für die goldenen, gekrönten Zockis 2021 findet sich in der Videobeschreibung, in den Kommentaren oder schwirrt sonst irgendwo um mich herum. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Möchte mich an der Stelle bereits ganz recht herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr den Anfang des Jahres 2022 mit mir verbracht habt und euch durch all diese umfangreichen Listen geklickt habt. Für mich war es eine wirkliche Freude, diese Retrospektive zusammenzutragen, für euch hoffentlich auch sie durchzuschauen und zu studieren quasi. Das war's. Ich freue mich auf eure persönlichen Lieblingslabels, die ich dann hoffentlich in den Kommentaren von diesem Video finde. Wünsche euch an dieser Stelle ein frohes, erfolgreiches Jahr 2022. Erfolgreich und vor allem produktiv soll das Label, soll das Jahr auch für die nicht nur genannten, sondern generell alle Labels sein. Und ich freue mich tatsächlich schon wahnsinnig auf das, was ich im Jahr 2022 alles hier vorstellen darf und dann natürlich auch in ziemlich genau einem Jahr wieder für euch im Jahresrückblick da habe. In diesem Sinne, schönes 2022. Ich habe das letzte Jahr hier auf YouTube sehr genossen und hoffe, dass das auch für das nächste Jahr gilt.